Gute Aussichten. Deutsch-brasilianische Wirtschaftsbeziehungen. Bundeskanzlerin Merkel und Brasiliens Staatspräsidentin Rousseff sind sich einig, der Handel beider Länder soll ausgebaut und vereinfacht werden. Seit 15 Jahren arbeiten Brasilien und die Europäische Union an einem Freihandelsabkommen. Doch bisher ist es nicht gelungen, beispielsweise Industriezölle abzuschaffen. Die Kanzlerin ist aber optimistisch, dass es bald eine Lösung geben wird. Wir können unseren Handel ausweiten. Wir brauchen verlässliche Investitionsbedingungen. Das wird auch in den Gesprächen mit der Präsidentin immer wieder eine Rolle spielen. Die deutschen Unternehmen wollen das und sind dann auch bereit, noch mehr in Brasilien zu investieren. Brasilien ist Deutschlands wichtigster Handelspartner in Lateinamerika. Mehr als 1400 deutsche Firmen sind in Brasilien aktiv. Alle großen deutschen Unternehmen sind dort, Automobilhersteller, Chemieindustrie, Maschinenbau. Also dort gibt es ein großes Potenzial. Alleine die deutschen Unternehmen produzieren etwa 12, 13, 14% des industriellen Bruttoinlandsproduktes in Brasilien. Und das zeigt das enorme Potenzial. Das Handelsvolumen beider Staaten steigt seit 1998 stark an. Die Wirtschaftskrise hatte nur einen leichten Dämpfer zur Folge. Dennoch, so richtig rund läuft es im rohstoffreichen Brasilien derzeit nicht. Die Wirtschaft schrumpft, die Industrieproduktion ist eingebrochen. Ein Grund, die fallenden Preise für Öl und andere Rohstoffe, die das Land hart treffen. Um wieder mehr Investoren anzulocken, braucht das Land auch Strukturreformen. Bürokratieabbau, eine Vereinfachung des Steuersystems und ähnliche Dinge, dass dann Brasilien wieder auf Wachstumskurs gehen wird und damit natürlich auch große Investitionschancen und Wachstumschancen für deutsche Unternehmen in Brasilien bestehen. Weitere Treffen zum Ausbau der deutsch-brasilianischen Handelsbeziehungen sollen folgen. Den Grundstein dafür haben die beiden Staatschefinnen gelegt.